Hallo, liebe Freunde und guten Morgen. Und herzlich willkommen hier zu einem neuen Vlog auf unserem Kanal. Wir sind heute echt hoch motiviert, weil es ist Wochenende. Und heute wird tatsächlich das erste Mal gegrillt. Und das sage ich nicht nur so. Wir fangen jetzt direkt an, bevor da irgendwas dazwischen kommt. Mona hat schon alles vorbereitet. Ich werde mich jetzt um diesen Grill kümmern, alles zusammen mit euch aufbauen und dann geht's los. So, das hier ist das gute Stück. Das muss hier runter. Das und das muss hier runter. Das werden wir gleich auf jeden Fall brauchen. Das habe ich von meinen Eltern, von meinen Eltern geschenkt bekommen. Ein Weber Grillset. Beste hier mit so, guck mal, wie eingestaubt das ist, weil ich das noch nie benutzt habe. So mit Pfannenwender und hier so einer überkrassen Grillzange. Die du so. Geil. Hammer. Erstmal entstauben. Okay, ich hoffe, ihr könnt alles gut sehen. Dann wollen wir auch direkt hier mal loslegen. Das Besondere an dem Grill ist eigentlich, dass der auf dem Fleisch eine Brätung hinterlädt. Das heißt, ein Muster, und zwar ein Star Wars Muster. Richtig geil. Jetzt aber erstmal aufmachen mit dem Unboxing-Messer. Leute, ihr wisst es. Ich bin auch sehr gespannt. Oh, guck mal, auch wie eingestaubt der ist. Puh! Oh, mein Gott, das sieht so cool aus. Der sieht so cool aus. Oh, oh, oh. So, weg damit. Pass auf mit dem Messer, Schatz. Mhm. Oh mein Gott, sieht das cool aus. Ich hoffe, ihr könnt überhaupt was sehen. So, dann wollen wir das gute Ding erstmal da rausholen. Bitte ein bisschen Käse. Oh, ist das schwer! Schatz. Oh, Gott, ist der schwer. Oh mein Gott, er sieht so cool aus. Wie geil kann ein Grill aussehen? So, Leute, das ist der Grill. Der ist so riesig. Auch wenn er jetzt nicht so groß aussieht, aber der ist so riesig. Und hier macht man das Ding dann auf und da ist jetzt alles noch zusammengebaut. Und das wird quasi auch das Muster, was man dann nachher auf dem Fleisch zu sehen ist. Für alle, die jetzt neu dazugekommen sind, den habe ich mir selber zum Geburtstag geschenkt. Und zwar dieses Jahr. Bock darauf hatte, einen Grill zu haben, weil wir eh noch keinen hier in der Wohnung hatten. Und einfach, weil Star Wars mein Lieblingsfranchise ist. Das heißt, Star Wars sind so meine Lieblingsfilme eigentlich. Und das ist der absolute Wahnsinn. Als ich den gesehen habe, dachte ich, okay, da musst du zuschlagen. Und dann war der halt gerade noch im Angebot, deswegen einfach perfekt. Hier gibt es sogar so ein Zertifikat dazu, dass es halt ein echtes Star Wars Produkt ist. Richtig geil, hier steht TIE Fighter Portable Gas Grill Collection zertifiziert. Richtig geil. Hammer. Also wirklich Hammer. Ich weiß gar nicht, was kann man hiermit machen? Oh, hier ist noch was dran. Ah nein, wofür ist das? Alter, das ist um das hinzustellen, kann das sein? Guck mal, um das hinzustellen. Ach, wie geil. Ist ja der Hammer. Oh, boah, Gott. Kannst du irgendwo hinstellen? Geil, das stelle ich hier hin. Also du musst gleich die zwei... Jetzt sieht der dann so aus. Du musst gleich die zwei Filets genau hier drüber legen. Genau, also hier sind erstmal auf der Grillplatte die Muster. Die sind natürlich jetzt für euch verkehrt herum, dass wenn man das Fleisch drauflegt, es dann umdreht, das so rumsteht, ne? Nur für die, die sich jetzt fragen, wieso und weshalb. So, ihr Lieben, heute ist wirklich der windigste Tag aller Zeiten des ganzen Jahres. Da ist er jetzt, das gute Schmuckstück, aufgebaut auf der Dachterrasse. Alles sehr provisorisch, weil hier wirklich nicht viel Platz ist. Hier steht die Gasflasche jetzt. Wundert euch nicht, warum da Bier steht. Das ist noch übrig geblieben vom Umzug. Das haben wir gekauft, als unsere Väter hier mitgeholfen haben. Die haben einfach so wenig getrunken, dass das jetzt hier original schon seit dem Umzug, also seit einem halben Jahr einfach so rumsteht. Weil ihr wisst ja, wir trinken keinen Alkohol, deswegen wundert euch bitte nicht und schreibt es nicht in die Kommentare. Hier finde ich noch richtig geil, als kleines Extra hat man hier quasi die Uhr, nicht die Uhr, sondern die Gradanzahl, wie heiß es in dem Ding ist. Quasi auch mit so einem TIE Fighter richtig geil. So, und dann wird jetzt hier gegrillt. Jetzt werde ich das Ding erstmal anmachen. Okay, mal wieder richtiges Kobi und Mone Glück, nachdem ich jetzt 20 Minuten versucht habe, den Grill irgendwie anzubekommen. Der elektrische Zünder ist scheinbar nicht mehr ganz funktionstüchtig. Deswegen habe ich jetzt das gute alte Feuerzeug genommen. Aber er ist an, wie man vielleicht, ja, wie man sehen kann, da. Die Flammen brennen. Das heißt, wir können das Fleisch drauflegen. Ich lasse den Grill jetzt erstmal ein bisschen warm werden. Ich ziehe auch erstmal so ein bisschen an, damit so vielleicht ein paar Dämpfe, die da vielleicht noch sind oder so, erstmal rausgehen können. Und dann bringt Mone mir gleich das Fleisch und ich lege direkt mal das Fleisch drauf. Ich freue mich auf jeden Fall. Mone ist hier schon fleißig am Vorbereiten. Die Spülmaschine ist auch an und legt mir jetzt das Fleisch raus. Yummy, yummy, yummy. Es gibt heute dazu leckeren Nacho-Salat. Sieht jetzt aus wie nur Käse, aber darunter ist ein leckerer Salat. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Nacho-Salat kennt und ob ihr den mögt, weil ich kannte den vorher nicht.
aber jetzt liebe ich ihn wirklich. Und bitte schreibt schon mal nichts zu meinen Haaren in die Kommentare, weil die werden gleich geschnitten. Die sehen absolut Katastrophe aus. Ich weiß auch momentan nichts, was ich mit denen anfangen soll. Nachdem Moni ihre Haare so fresh bekommen hat, haben so viele geschrieben, ey Kobi, mach dir doch auch mal eine vernünftige Frisur, dies, das. Aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll, Leute. Was soll ich... Ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. Also Mode schneidet sie oben jetzt erstmal ab. Ich habe mir überlegt, dass ich die Seiten mal was wachsen lasse, damit halt vielleicht, ja, mal da irgendwie so ein Übergang oder so reinkommen kann. Aber mal sehen. Ihr könnt aber ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr euch bei mir so vorstellt, was mir ganz gut stehen würde, was wir machen sollen. Und dann werde ich das vielleicht umsetzen. Ich entschuldige schon mal für die Leute, die nur vegan essen. So, das kommt jetzt hier hin. Zack. Oh, da sitzt schon... vom Teller rutschen. Jetzt lege ich... Moment. Ich bin hier gerade noch nicht so... Ach, jetzt. Legen wir auch erstmal das erste Stückchen Fleisch drauf. Ich würde sagen, wir nehmen direkt mal das hier, was fast vom Teller fällt. Oh, das hört sich gut an. Jetzt nehmen wir direkt mal ein großes Stückchen. Das musst du aufs Star Wars Ding legen. Ja. Und das legen wir jetzt mal hier so drauf, in der Hoffnung, dass da gleich ein Star Wars Muster erscheint. Ich bin aufgeregt. Halt mal. Ja. Oh mein Gott, das riecht so gut. Schatz, wir grillen das erste Mal zusammen. Wir grillen das erste Mal zusammen. Boah, was für eine überdimensionierte Zahl das ist, ey. Wir zwei, Schatz, hättest du das mal geglaubt, dass wir nee, zwei grillen? Vor allem nicht alleine. Wir zwei alleine einfach, in unserer eigenen Wohnung. Ich glaub das nicht. Klatsche jetzt einfach mal alles drauf. Klatsch drauf, was drauf geht. Mach ich das gut, Leute? Sieht das Mach gut aus? Mach das super gut, Schatz. Sieht das gut aus? Ey, das ist so cool. An alle Leute, die wahrscheinlich jetzt denken, hä, warum freuen die sich so über das Grillen? Aber wir zwei, klar, haben wir schon oft zusammen gegrillt, aber noch nie alleine. So, noch nie mit unserem eigenen Grill, noch nie in unserer eigenen einigen Wohnung. Das ist gerade so voll, ja, voll aufgeregt. Voll cool. Okay, wo ich das jetzt noch hinlege, ist die Frage, ne? Ja, du kannst ja nachher, wenn die so ein bisschen fertig sind, kannst du ja... Wir lassen das jetzt einfach erstmal so. Ja. Zeba! Schatz! Zeba, bring mir Zeba! Komm! Danke! Es riecht so gut, Leute. Wenn ihr jetzt in der Nase schnuppern könntet, ihr würdet... Ah, es so, riecht jetzt, so tschüss. Gut. Tschüss, bis später. Mal sehen. Jetzt könnten wir gleich theoretisch hier, müssten wir sehen können, wie die Temperatur langsam steigt. Ja, jetzt sieht man es schon. Ja. Warte, der ist nicht im Fokus. Jetzt. Jetzt müsste man es sehen. Jetzt sind wir bei 60 Grad. Ja, jetzt langsam steigt's. Geil. Hammer, dass das geklappt hat, ey. Bin ich echt überrascht. Okay, dann grillen wir jetzt erstmal das Fleischtischen auf unseren kleinen Minitisch hier und dann wird gegessen. Okay, wir gucken jetzt, ob das was geworden ist mit, mit dem Zeichen. Hä? Da sieht man das S. Ja, das S sieht man. Vielleicht hätte es länger draufbleiben müssen. Mano! Aber es aber geht wir haben ja hauptsächlich. Eine zweite Chance. Ja, aber es geht ja auch hauptsächlich darum, wie der aussieht. Ja, natürlich. Aber, wir setzen Hoffnung in dieses dicke Ding hier. Mal sehen, es dauert alles noch ein bisschen. Tudum. Sekunde. Prost, Prost mein Leute. Schatz. Alkoholfreier Sekt. Nur cool. Für euch zur Info, weil wir wollten so ein bisschen die Candlelight-Stimmung aufrechterhalten. Candlelight-Dinner ohne Candlelight, aber ein Dinner. Genau. Und das hier ist jetzt das fertige Essen. Das hier ist der Nacho-Salat. Der sieht dann am Ende so aus. Also hier kommen quasi noch Nachos direkt drauf, werden damit verrührt. Beste. Genau. Hier ist das Fleisch. Hier brät noch ein bisschen was. Ja, eigentlich fast alles. Alles fast fertig, aber... Das sind die Nacho-Krümel. Hier gibt es noch Brot und deftige Soßen. Und da würde ich sagen, lassen wir uns das jetzt direkt schmecken, weil wie ihr vielleicht hören könnt, läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen, weil ich so hungrig bin. Gut. So, ihr Lieben, jetzt... sind wir fertig mit Grillen, haben auch schon wieder alles aufgeräumt. Es war sehr, sehr, sehr lecker, oder Schatz, was sagst du? Ja, aber das Aufräumen hat mehr Zeit in Anspruch genommen als das Ding. Ja, wirklich, aber es war sehr, sehr lecker. Und jetzt geht es an meine Haare. Und wie es aussieht, seht ihr jetzt. So, das sind jetzt die fertigen Haare. Sie sind doch etwas sehr kurz geworden, aber alles gut. Sieht doch eigentlich ganz fresh aus. Wie gesagt, die Seiten sind so geblieben, damit ich vielleicht irgendwann mal so einen Übergang da reinkriege, mal sehen. Aber so sind jetzt erstmal die Haare. Wieder etwas kürzer, finde ich nice. Hi,
Hi! Wir sind jetzt gerade, haben schon gehört, dass wir in so einem Ding gewesen sind? Nee, ne? Wann haben wir das letzte Mal? Gestern. Hast du gerade eben nicht geblockt? Nein, noch nicht. Hell. Ja, jetzt bitte keine Kommentare. Du hast doch eine Sonnenbrille auf dem Kopf. Ja, aber ich möchte nicht mit Sonnenbrille mit euch reden. Das finde ich sehr unhöflich. Wir sind gerade in einem Einkaufszentrum gewesen und haben für einen Kollegen Pokémon-Codes nicht gekauft, die waren gratis besorgt, weil er wollte sie unbedingt haben und dann, okay, komm, das machen wir. Ja, da sind auf jeden Fall ein paar Sachen passiert. Wir waren im DM noch drin. Wir haben einen Früchteladen gefunden, richtig cool. Hier haben wir jetzt so eine Früchtebox geholt mit Himbeeren, Blaubeeren und, wie heißen die nochmal? Mir fällt gerade sein Name nicht ein. Das auf jeden Fall zweimal. Für 2 Euro, richtig gut. Dann gab es auch noch Himbeeren und ich hätte nicht so alles gekauft, aber ich dachte mir so, komm, ohne, bleib am Boden. Und dann, ja, ist uns eine Sache passiert. Da würde ich gerne mal eure Meinung zu wissen. Und zwar, wir sind, also wir haben ja unsere Partnerringe hier und die sind halt. Natürlich hat man ja auch von Anfang an mit gerechnet. Nach einer Zeit werden die nicht mehr so glänzend sein wie am Anfang. Da sind ein paar Kratzer drin. Und dann sind wir nochmal zu Christin in dem Laden, wo wir die auch gekauft haben und haben gefragt, ob die uns nicht, die mal ein bisschen polieren können, glänzender machen können, irgendwie sowas. Und wie viel das dann kosten würde. Und da hat die Frau gesagt, ja, okay, so und so, hat sich den Ring erstmal total angeguckt und hat, glaube ich, gedacht, dass wir das gar nicht von da gekauft haben. Ich meine, so, wir können auch die Rechnung bringen, wenn sie uns das nicht glauben. Sie so, nee, alles gut, wird 30 bis 40 Euro kosten. Und ich so, ja, okay, gut, dann kommen wir irgendwann nochmal wieder. Und ich dachte, ich bin eigentlich mit dem Gedanken hingegangen, okay, vielleicht wollen die 5 oder 10 Euro. Aber eigentlich bin ich damit mit dem Gedanken hingegangen, dass die das aus Kulanz machen. Weiß ich, also vielleicht liegen wir zwar da auch jetzt komplett falsch, ihr könnt es aber in die Kommentare schreiben, wenn ihr da Erfahrungen mit hattet oder mal gehabt habt. Aber ich finde das jetzt so ein bisschen, man kauft dann einen Ring für mehrere hundert Euro und dann dachte ich eigentlich, dass man aus Kulanz das vielleicht mal für so 10 Sekunden oder so eine Poliermaschine halten kann oder so. Ich weiß es nicht. Ja, aber gut. Das war ein kleiner Reinfall jetzt. Jetzt fahren wir erstmal nach Hause nicht. Wir fahren jetzt zum Bahnhof. Den Kevin abholen. Dann werden fleißig Videos für euch gedreht und vorher wird noch schnell ein Halt beim Aldi gemacht. Da wird nämlich eine Wassermelone gekauft. Ich habe nämlich gestern meine Wassermelone aufgegessen und ich brauche Nachschub. Wir sind mittlerweile wieder zu Hause angekommen, auch schon ein bisschen länger. Wir haben schon was gechillt und guckt mal, wer da ist. Was geht ab? Haben wir ihn nicht schon gesehen? Hat man ihn? Nein. Nee, okay. Man hat ihn noch nicht gesehen. Kevin ist auf jeden Fall jetzt da und wir wollen jetzt gleich wieder losfahren, Videos drehen. Aber vorher, wir hatten ja noch von gestern vom Grillen was Hähnchen übrig. Und das mache ich uns jetzt ein. Und zwar mit Käse überbacken. Hatten wir jetzt irgendwie alle richtig Lust drauf. Das kommt jetzt in die Mikrowelle rein. Ist es mittlerweile schon dunkel draußen. Die Jungs sitzen im Büro, also der Kobi und der Kevin. Und wir wollten jetzt gleich anfangen zu streamen. Aber ich wollte euch vorher noch ganz kurz was zeigen. Wir sind nämlich gerade eben nochmal, okay, ihr habt es schon ein bisschen gesehen, wir sind gerade eben nochmal schnell zum Aldi gefahren und haben noch was geholt. Und zwar eine neue Kaffeemaschine. Espressi Square, genau. In schwarz-weiß, finde ich super schön. Genau, ja, einfach mal eine neue Kaffeemaschine geholt und ein paar, hier diese, Moment, diese Kapseln, die es dazu gibt, einfach einmal normalen Kaffee, dann einmal Cappuccino, ich trinke nämlich lieber Cappuccino, aber normalen Kaffee auf jeden Fall für die Gäste, dann so Milch, einfach Milchschaum, finde ich total cool, dass es sowas gibt, weil wir hatten vorher halt die Senseo und da gibt es nur normale Pads für. Genau, deswegen einmal, das sind Kapseln, Milch und einmal richtig cool, das ist eine Limited Edition, White Chocolate Raspberry und zwar auch als Latte Macchiato. Ja, bin ich auf jeden Fall begeistert von. Muss ich mal gucken, wie der Kaffee dann schmeckt und dann behalten wir die auf jeden Fall. Ja, ich wollte eigentlich gerade noch was sagen. Genau, man kann auf jeden Fall auch, es gibt auch Kapseln als Kakao und auch als Tee. Die werde ich auf jeden Fall auch mal bald ausprobieren und euch dann berichten, wie das so ist. Und ja, jetzt streamen wir erstmal, aber danach werde ich die mal ausprobieren, auch wenn wir schon spät Abend haben, aber
Egal. Ah, ich wollte mir zum Streamen ja noch was mitnehmen. Und zwar Bärchen. So, ihr Lieben, es ist eine ganz, 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 ganz schöne Weile später. Es ist jetzt Dienstagabend. Es ist wirklich eine Weile. 11:30, also wirklich 3 Tage her, seitdem wir das letzte Mal gevloggt haben. Sorry. Aber wir wussten, dass wir uns das erlauben können, weil wir so viel vorher gevloggt hatten und so viel vorproduziert hatten. Liebe Grüße gehen raus an alle, die hier schon Teil dieser Zuschauernummer sind. Liebe Grüße an alle. Wir sind da fleißig mit euch am Schreiben. Ihr habt euer Feedback dazu. Ist super, super riesengroß. Danke erstmal für das gute Feedback der letzten beiden Vlogs. Wirklich euer... Die Aufrufe, die positiven Bewertungen, boah, das hat einfach gepasst. Euer Support, wirklich Dankeschön dafür. Wir haben uns überlegt, kleine Aktion heute, unter allen, die eine positive Bewertung auf dieses Video dalassen und einen Kommentar schreiben mit Hashtag Auserwählter, blende ich hier nochmal ein, suchen wir uns aus den YouTube-Kommentaren jemanden aus. Schreibt in den Kommentar bitte euren Instagram-Namen dazu, wenn ihr einen Instagram-Namen habt, weil ansonsten die Direktnachrichten auf YouTube sind deaktiviert. Das heißt, wir können euch nicht mehr anschreiben. Ja, es tut mir leid für die Leute, die kein Instagram haben. Das ist wirklich schade, aber ja, dann erstellt euch einen Instagram-Account, kurzzeitig schreibt uns und dann ist gut. Wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, auf eure Kommentare einzugehen und da haben ganz viele geschrieben, hey, nimm doch auch jemand von YouTube und so. Und deswegen machen wir das jetzt hier. 5 Leute kommen in die WhatsApp-Gruppe aus den Kommentaren hier. Deswegen fleißig Kommentare schreiben. Genau, fleißig Kommentare schreiben mit Hashtag Auserwählter und eurem Instagram-Namen, wenn möglich. Und wie lange ihr schon dabei seid. Genau, das könnt ihr auch mal gerne dazu schreiben und lasst natürlich auch gerne Feedback zu diesem Video und zu diesem Vlog da. Es geht immer weiter voran, Leute. Wir werden auf jeden Fall Gas geben, das versprechen wir euch. Und dann würde ich sagen, Dankeschön. Ich weiß gar nicht, wie dieser Vlog aufgebaut sein wird, weil ich habe alles vergessen, was wir bisher gevloggt haben. Wir hoffen, er hat euch trotzdem gefallen. Und dann würde ich sagen, danke fürs Einschalten. Folgt uns beiden auf Instagram gerne und checkt auch ihren Blog ab, Secrets of Mone, yay, auf Instagram. Und ja, dann sehen wir uns in 2 Tagen theoretisch wieder. Ja, genau. Ich würde auch sagen, das ist gut. Bis dahin. Wir haben euch lieb. Ciao, ihr Lieben. Peace.